Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei The Forest in einer neuen Aufnahmesession und wieder müssen wir Stoff an unserer Axt machen. Die Zähne stehen zwar noch da, genauso wie bei dieser Axt. Hier können wir aber auch mal Stoff drum packen. Was wir haben, haben wir, wie ich immer so schön sage, und das ist auch besser und übersichtlicher. Ich habe auch erfahren, dass man hier in diesem Buch auch mehr sehen kann, und zwar Crafting Guides. Hier kann man ein bisschen nachlesen. Das habe ich am Anfang ganz vergessen. Ja, Inventar öffnen, okay. Ja, das ist alles gut und schön. Aber hier sieht man, was man noch machen kann. Und zwar, ja, den Molotow-Cocktail haben wir schon gemacht. Eine Bombe. Okay, dann wollen wir das doch mal probieren. Und Münzen. Nein. Das funktioniert aber nicht so. Das weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Vielleicht zweimal, aber glaube ich wohl nicht. Geht auch nur einmal. Okay, das funktioniert nicht. Dann probieren wir. Nein, das war nicht hier. Nur mit Alkohol. Das würde es erklären. Geht aber trotzdem nicht. Auch nicht mit Stoff, mit Seil auch nicht. Das funktioniert trotzdem nicht. Naja, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Bogen, den haben wir schon hergestellt. Pfeile und wir können Feuerpfeile machen. Pfeile. Einfach mit Stoff verbinden. Was aber auch nicht geht. Das funktioniert trotzdem nicht. Das sind vielleicht noch Sachen, die sie in Zukunft hineinnehmen werden. Und was haben wir hier noch? Eine Feuertorch. Okay. Stein, Seil und ein Stick. Können wir uns eine Steinaxt machen? Ja, aber wir haben ja eine gute Axt. Brauchen wir von daher nicht. Gut, Sticks könnten wir verwenden, haben aber jetzt keine dabei. Jetzt haben wir ein bisschen ausprobiert, auch wenn es ein bisschen unnütz war, aber wir haben halt mal geschaut, was es da so gibt. Hunger haben wir nur ein bisschen, aber trotzdem sollten wir was essen, weil die Ausdauer nicht so hoch ist. Jetzt haben wir natürlich viel Zeit verplempert. Tut mir leid. Ich wollte es halt mal probieren. Hat ja leider nicht so geklappt, aber zumindest haben wir mal gesehen, was es da noch so gibt. Diese Bank hier soll die Ausdauer schneller regenerieren. Wobei ich mir da auch nicht so sicher bin, ob das funktioniert. Das kann ich so nicht sagen. Und hier wollte ich vielleicht mal schauen, ob wir diese Defense Spikes mal bauen. Die waren. Ich habe keine Ahnung, worunter die waren. Wahrscheinlich unter Traps. Nö. Plattform kann man auch machen und eine Brücke. Das müssen wir alles. Oh, die sind aber groß. Muss man alles mal ausprobieren. Aber da stellt sich mir die Frage, bringen die Dinger überhaupt etwas? Ich stelle es mal so hin, ich schaue es mir erstmal an. Das ist ein bisschen zu weit an unserer Basis. Man sieht das halt so schlecht,
wie viel Platz man noch hat und wie viel nicht. Und wenn er diese Zuckungen macht, dann sieht man erst recht nichts. So. Ja. Ich habe halt keine Ahnung, was die Dinger machen. Ich meine, wir können es halt auch nur herausfinden, wenn wir es mal probieren. Aber ich würde sagen, nicht direkt hier vor unserer Basis. Also, wenn die Dinger überhaupt funktionieren, gut und schön, dann kann man die da hinbauen. Aber wenn die nicht funktionieren, dann ist das ja vollkommen hässlich, diese Dinger dahin zu stellen. Aber ich wollte auch mal hier oben auf diesem Hügel schauen, ob wir vielleicht dort dieses große Feuer hinpacken können. Weil ich möchte das ja doch ganz gern mal probieren. Aber von wo aus wäre das übersichtlicher? Von hier, da ist dieser blöde Baum da im Weg. Oder vielleicht dann doch da vorne. Dieser Fels da vorne, dieser verbackte Fels, würde sich da besser machen. Sofern wir denn überhaupt hier drauf bauen können, ist wiederum die andere Sache. Wie mir scheint, geht das gar nicht. Ja, natürlich im Felsen, so total bekloppt, da kann man es natürlich hinbauen. Warum nicht? Hier geht es auch schon wieder nicht. Was macht der denn da? Sonst würde ich das ganz gern mal hier versuchen. Aber so oder so, man. Ich weiß es nicht. Wenn das jetzt hier ist, sieht man das natürlich von der Basis eigentlich überhaupt nicht. Naja, ich habe den Blueprint einfach jetzt mal dahingesetzt. Denn ich würde jetzt ganz gerne nochmal versuchen, hinten zu unserem Leuchtfeuer zu gehen, um zu überprüfen, ob das jetzt nicht richtig gebrannt hat oder was der Grund genau war. Weil kann ja nicht sein, da steht ja in der Beschreibung, man sieht es aus weiter Ferne und ich möchte das jetzt nicht einfach hinnehmen. Dafür haben wir nicht diese Massenschlacht da oben gehabt. Und ich möchte halt ganz gerne überprüfen, was genau damit los ist. Wird natürlich jetzt in dieser Folge ein bisschen Rumprobiererei werden, aber muss ja auch sein. Ich habe ja nie behauptet, ich bin ein Profi in diesem Spiel. Und normalerweise improvisiere ich ja auch in den Dingen. Wir haben doch einen Bogen. Klar, man kann sie nicht essen, das weiß ich auch, aber ich möchte es gerne mal probieren, wie man mit dem Bogen. Oh, das war zu hoch. Oh, okay. Das klappt also. Nur wenn es drauf ankommt, auf die Schnelle gegen Ureinwohner so zu kämpfen, stelle ich mir dann sehr schwierig vor. Oh, der schießt aber auch verdammt hoch. Kann man sich denn orientieren? Das war zu tief. Ich weiß nicht so recht, wie man sich, an welchem Punkt man sich orientieren kann am Bogen. Versuchen es nochmal. Also, oh mein Gott, jetzt ist auch noch heute meine Stimme so geschädigt. Ach, jetzt sind hier auf einmal Ureinwohner, also Kannibalen gespawnt. Können wir es doch direkt mal ausprobieren. Oh, getroffen. Stirbt natürlich. Ja, natürlich schmeißt er sich dann aufs Essen, wenn er angeschossen wird. Okay, das. Nee, das möchte ich jetzt nicht mehr. Das klappt, aber es ist ein bisschen schwierig. Wenn man ein Baumhaus hat, kann ich mir das. Wieso? Ich kann nicht mehr hauen. Ah, jetzt sagt man nicht, das ist schon wieder ein Bug. Weil ich den Pfeil nicht abgeschossen habe, dann schießen wir dem einfach mal ab.
Hoffentlich haben wir nichts getötet. Wenn doch, war es keine Absicht. Ah, und jetzt können wir wieder schwingen. Man muss dann also doch den Pfeil verwenden, den man gespannt hat. Mist. Naja, egal. Wir schauen jetzt mal nach dem Leuchtfeuer. Wie bereits erwähnt, wir werden dann jetzt hier mal so ein bisschen probieren, ein bisschen schauen. Und das ist ja auch ganz gut. Also ich wusste jetzt nicht genau, wie das mit dem Bogen funktioniert. Okay, das ist auch gar nicht mehr an. Geht das jetzt immer wieder aus oder wie kann ich das verstehen? Das natürlich in der Nacht zu beobachten, wäre vielleicht noch sinnvoller. Waren das nicht zwei Büsche? Ah, hier vorne. So, unsere Ausdauer ist wieder voll. Und mein Gott. So, jetzt würde ich sagen, mache ich einfach mal das, was ich schon längst vorher machen wollte. Zwar ist ja da so ein Fenster. Das Fenster müsste ich ganz gerne in diese Richtung haben. So. Ist natürlich Rumspielerei. Wir wissen, dieser Hügel hier ist gefährlich. Hier spawnen dann ganz gerne mal Ureinwohner. Aber das möchte ich dann doch noch haben. Wenn jetzt mal schnell losdüsen. Und hier Bäume draufpacken. Baumstämme. Wow, da hebt der Schlitten ja richtig ab. So. Das hätte ich dann doch ganz gerne fertig. Letztes Mal hat es ja leider nicht so geklappt, weil wir hier eine ganze Invasion hatten. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder der Fall ist. Wäre ziemlich blöd. Ja, da fällt sogar vernünftig. So. Schlitten gepackt und zum nächsten Baum. Diesmal läuft das alles ein bisschen besser ab als zuletzt. Haben wir eine kleine Herausfindfolge und eine Baufolge. Beides in einem. Haben wir ja doch noch was geschafft. Hoffentlich schaffen wir das auch noch, bevor ich hier schon den Tag vor dem Abend lobe und hier gleich wieder eine Invasion voller Ureinwohner kommt. Aber fällt natürlich nicht so günstig. So, die da drauf und da drauf. So, Schlitten gepackt. Rückwärtsgang. Und los geht's. Die Sonne geht unter. Dann haben wir auch schön zum Sonnenuntergang einen Aussichtspunkt. Ist ja auch schön. Die Bären direkt. Nein, ich wollte das loslassen. Die Bärenbüsche direkt vor der Tür. Ist ja auch praktisch, auf die Schnelle was zu essen zu haben. Einen Baumstamm haben wir noch übrig. Jetzt haben wir wieder die schlechte Axt in der Hand. Keine Ahnung, was das soll. Wurde auch gesagt, dass man Federn an die Waffe packen kann. Dass man damit dann schneller schlagen kann. Das scheint auch zu funktionieren. Vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube, Dark Slayer heißt er. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Tut mir leid, wenn ich den Namen vergessen habe.
Aber trotzdem, vielen Dank für deinen Hinweis. Das würde das ja richtig optimieren mit der Axt, oder? Das sieht natürlich total bescheuert aus. Aber sie schlägt wirklich. Wow. Sie schlägt wirklich viel schneller zu. Vielen Dank für den Hinweis. Super. Das scheint zu funktionieren. Dann lohnt es sich auch noch mehr, viel mehr Federn zu sammeln. Zwei Lorschhäute haben wir bisher. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, die Hütte. Aber naja, erfüllt ihren Zweck. Man kann auf unsere Basis sehen. Und das ist ja schon mal ein guter Ausblick, zumindest wenn das dann soweit fertig ist. Werden wir natürlich noch verschönern. Und da hinten ist jetzt momentan alles dunkel. Wir haben ja keine Lichter angemacht. Wow, wo willst du denn her hin? Überraschungsangriff starten. Schieben die nachher unsere Hütte hier vom Hügel. Kaninchen nehmen wir noch mit. Boah, das ist ja sehr viel besser, wenn die Axt so schnell schlagen kann. Super, super, super Hinweis. Wirklich sehr nützlich. Na komm schon. Was? Ich hab's doch getroffen. Willst du mich verarschen? Na, dann halt nicht. Ich laufe dem Kaninchen jetzt nicht ewig hinterher. Werden noch das ein oder andere erwischen. Na, komm schon. Sehr gut. Hier könnten wir. Ach Mist. Eigentlich auch ein Drying Rack aufhängen. Problem ist, dazu braucht man Sticks und ich baue es jetzt einfach mal hier in den Blueprint. Und wenn wir wieder hier hochkommen, kann ich dann einfach. Wo war denn das nochmal? Kann ich dann einfach, wenn wir hier nochmal hochkommen, die Sticks dann einbauen. Ich baue jetzt die Sticks ein, die wir haben. Aber besser so. Hier so neben der Hütte macht sich da ein bisschen besser. 8 Stück. Oh. Feuerzeug weg. Dann komm mal her, Kandidat. Dann wollen wir doch mal schauen. Ey, aus unserer Hütte raus. Ich glaube, ich spinne. Sowas Unverschämtes. Ja, hallo. Komm schon. Na, das macht doch jetzt wirklich richtig Sinn mit der Axt. Mit den Federn. Auch wenn es ein bisschen unlogisch ist. Aber es erfüllt seinen Zweck. Wir können definitiv schneller zuschlagen. Vorher hat das ja ewig gedauert. Und wahrscheinlich können wir das nochmal ein bisschen beschleunigen mit noch mehr Federn. Das funktioniert super. Können wir doch mal hier auch noch mal direkt ein. Wo war es denn? Effigies. Hier. Ein Mahnmal aufstellen. Ach, machen wir ein großes. Was soll der Geiz? Wenn er ja immer wieder welche auftauchen. Denn das mit den Köpfen soll wohl auch noch ein Bug sein. Das soll im Grunde genommen funktionieren. Nur man sieht halt nicht, dass das weniger Köpfe werden. So wie ich das verstanden habe. Und da hinten kommt da schon eine große Gruppe. Super. Ich würde sagen, das ist uns aber gerade mal egal. Wir rennen jetzt einfach an denen vorbei und rennen zu unserer Basis.
Denn ich habe jetzt keine große Lust, wie das letzte Mal, mich hier rumzuschlagen. Auf Biegen und Brechen. Von daher gehen wir jetzt erstmal zurück und bin mal gespannt, ob wir überhaupt was sehen können von unserer Basis aus. Aber ich vermute mal, wir werden nichts sehen, weil die Entfernung einfach zu groß ist. Finde ich ein bisschen blöd. So ein Large-Feuer können wir, wenn die wirklich das Gebiet so im Grunde genommen erhellen, wäre es gar nicht mal so schlecht, auch noch so eins am Strand zu bauen. Also direkt bei uns an der Basis da an dem Strand. Ist dann besser als die ganzen kleinen Feuerwehr, müssen wir mal sehen. Zünden jetzt erstmal hier an, machen ein bisschen Licht. Dann lohnt es sich auf jeden Fall noch mehr Federn zu sammeln. Wegen der Waffe alleine. Und natürlich, um noch mehr Pfeile zu machen. Wir haben jetzt ein paar verwendet oder verschwendet. Kann man sehen und wenden, drehen und wenden, wie man will. Auf jeden Fall brauchen wir neue Pfeile. Das ist auf jeden Fall klar. Und wir müssen die Hütte hier noch zu Ende bauen. Also diese Wand auf jeden Fall. Das machen wir auch als nächstes, bevor ich das wieder vergesse. Bevor wieder anderes dazwischen kommt. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge von The Forest, denn wir sind wieder am Ende einer Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr übermorgen wieder dabei seid bei einer neuen Folge von The Forest. Bis dahin, tschüss.